Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und heute gibt es einen weiteren Teil in dem Thema Fotografieren lernen. Wir machen heute Makrofotografie und zwar am heimischen Blumenfenster. Das ist für Anfänger sehr gut geeignet, denn hier können Sie in aller Ruhe mit den Parametern Ihrer Kamera herumspielen und den richtigen Hintergrund finden und sich an das Thema der Makrofotografie herantasten. Was es für beeindruckende Ergebnisse geben kann, wenn man mal einfach bei sich zu Hause schaut, was man für Blüten rumstehen hat, das seht ihr dann später. Zuerst befassen wir uns einmal kurz mit den Daten der Kamera. Wir fotografieren heute mit der A7R Mark II von Sony mit den 42 Megapixeln und dem 90mm Makroobjektiv von Sony, das ihr in dem letzten Video auch gesehen habt. Den Fokus stelle ich auf manuellen Fokus, denn hier kann ich in Ruhe auf 1:1 drehen und mich dann mit der Kantenanhebungsstufe, mit dem sogenannten Focus Peaking, an die Schärfeebene des Objekts herantasten. Außerdem ist Makrofotografieren eine relativ wackelige Sache und deshalb schalten wir den Stabilisator auf On. Meistens fotografiere ich ohne Stativ, denn das Stativ ist sehr unflexibel, wenn es darum geht, Insekten zu verfolgen oder Schmetterlinge. Da kann ich nicht jedes Mal das Stativ aufstellen, sondern da muss man schnell handeln, muss man schnell hinterher. Und heute machen wir das auch so. Und deswegen sind die Einstellungen der Kamera eher so, dass wir Verwacklungen vermeiden wollen. Also gehen wir mit der Verschlusszeit nicht über eine 3/20 hinaus, denn sonst ist die Verwacklungsgefahr zu hoch. Außerdem erhöhen wir die Tiefenschärfe, denn Blüten haben ja eine gewisse Fokustiefe und das erreichen wir, indem wir die Blende etwas schließen und das machen wir mit der Blende 8 und das fehlende Licht gleichen wir dann etwas mit der ISO aus. Okay, dann legen wir los. Durch das fehlende Stativ haben wir die Chance, die Komposition ziemlich gut auszufeilen. Wir können ja jetzt wunderbar flexibel uns an die Blüte herantasten, die von allen Seiten fotografieren. Wir können das Querformat verwenden, wir nehmen das Hochformat. Wir können von unten nach oben fotografieren, sodass der Himmel als Hintergrund dient und das Bild dann im Hintergrund weiß ist. Und so können wir wunderbar hier an der Pflanze ringsum herumspielen, bis wir das schönste Objekt gefunden haben. Gehen wir weiter zur nächsten Pflanze. Was euch sicher gerade aufgefallen ist, ist, dass die Blüte trotz der Blende 8 nie ganz scharf ist von vorne nach hinten. Das würden wir nur mit einem Stativ und der sogenannten Focus-Stacking-Methode erreichen. Und dazu mache ich mal ein separates Video, denn das ist etwas für Fortgeschrittene. Dazu braucht ihr Photoshop CC oder Photoshop CS6, und damit wir diese Ebenen einzeln stapeln können. Aber jetzt machen wir mal weiter hier. Das ist auch eine Kalanchoe-Art, jedenfalls. Ich bin kein Botaniker, aber ich glaube es zumindest. Helfen kann uns auch so ein lumpiger Styropor-Heizungsreflektor, den ich auch schon seit Jahren habe. Das sieht man ihn auch schon an. Der hat eine reflektierende Seite und der hat eine weiße Seite. Und damit können wir das Sonnenlicht, das hier, ihr seht das ja auch, wenn ich das zu mir hinhalte, wie mein Gesicht dann auch aufgehellt werde, besonders mit der aggressiven Seite, wenn ich das seht ihr, wie hell ich werde, das ist ganz, ganz klasse, um die Blüte auch von der anderen Seite aufzuhellen. Und wenn wir jetzt mal hier hingehen, dann werdet ihr sehen, erreichen wir auch hier mit diesen Fotos wunderschöne Mikrokosmos-Fotos und leider schatte ich euch jetzt ein bisschen das Bild ab, aber in diesem Fall kann man damit rumspielen. Wir können, ihr seht das schon, wenn ich hier auf die Pflanze spiegel, wie das Licht da drauf fällt, da kann man ein wunderbares Aufhelllicht von der anderen Seite platzieren. Wir machen mal noch ein paar Fotos und ich blende die euch ein. Jetzt mal ganz ohne die Aufhellung, das ist jetzt halt das sehr harte Sonnenlicht hier am Fenster. Und wenn ich das etwas weicher haben möchte, dann kann ich natürlich hier diesen Reflektor heben und dann hier wunderbar diesen kleinen Mikrokosmos aufnehmen. So, dann knöpfen wir uns mal dieses Alpenpfeilchen vor. Meine Frau hat Gott sei Dank den Vorzug, dass sie Pflanzen schwer wegschmeißen kann. Und viele Verwandte sagen dann immer, Mensch, schmeiß doch mal die verblühte Pflanze weg, die hast du schon so lange am Fensterbrett stehen. Und man munkelt ja auch immer, dass Alpenpfeilchen immer nur einmal kommen. Aber ich glaube, das Alpenpfeilchen ist schon ein paar Jahre alt und das kommt immer wieder. Und das ist gut für uns, denn wir haben jetzt hier wunderschöne Knospen dran, die dort am Wachsen sind. Und da können wir jetzt mal ein paar Aufnahmen machen. Das stellen wir schön scharf und nehmen jetzt mal nur diese Knospe hochkant ins Visier. Und damit wir von vorne einen Aufheller haben, platzieren wir wieder unser Styropor hier. Und das sieht dann ganz wunderbar aus. Dann hat das Alpenpfeilchen von vorne auch nochmal einen wunderbaren Aufheller. Und wir können uns so herrlich daran tasten. Wenn das nicht aggressiv genug ist vom Licht her, dann können wir ruhig die Reflektorseite verwenden, also die silberne Seite vom Heizungsreflektor. Ich werde euch solche Reflektoren auch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr die euch mal ansehen.
So, und dann können wir noch zum ganz speziellen Trick greifen. Und zwar, wenn ihr so einen kleinen Sprühnebler habt. Also hier war mal irgendwann mal so ein, was war hier drin, so ein 3-in-1-Spray für die Haare. Da ist aber schon ganz, ganz lang Wasser drin. Das schadet jetzt der Pflanze auch nichts. Und dann könnt ihr einfach mal mit dem Nebler hier so, ich muss nur aufpassen, dass ich dieses Fenster nicht so erwische, dann könnt ihr mal so ein bisschen für Regen sorgen. Ja, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Dann hellen wir das wieder von vorne an und dann schauen wir mal, ob wir hier ein gutes Ergebnis erreichen. Da mache ich jetzt den Vergrößerungsmaßstab ein bisschen kleiner, also wir gehen nicht mehr auf 1:1. Nur eine leichte Aufhellung von vorne, nicht zu viel machen. Gut, ich glaube, das Alpenpfeilchen haben wir durch. Gehen wir nochmal zur nächsten Pflanze. Einfach ein bisschen rumspielen mit dem Bildausschnitt, mit dem Hintergrund. Geht mal tief nach unten, dass ihr einen hellen Hintergrund habt von den Häusern oder aber auch vom Fensterrahmen, oder geht nach oben, sodass ihr die Pflanze selber im Hintergrund habt. Da entstehen dann ganz hervorragende Aufnahmen. Dann nehmt mal den Reflektor zu Hilfe mit der weichen Seite. Oder ihr nehmt den Reflektor mit der aggressiven Seite zu Hilfe, dass das nochmal richtig von der Seite burnt. Und da entstehen wunderbare Aufnahmen. Auch hier zum Beispiel bei der Pflanze. Ich glaube, die werde ich dann für das Focus-Stacking-Video auch verwenden. Die hat hier so eine schöne Blüte. Die könnten wir dann mal im Focus-Stacking wunderbar aufhellen. Kann man wunderbare Aufnahmen hier machen. Und ich muss sagen, mir hat es Freude gemacht, es hat sich für mich schon gelohnt, denn hier sind bestimmt ganz, ganz hervorragende Bilder entstanden. Und das einfach nur, weil wir amateurhaft hier am Fenster fotografiert haben. Also wir mussten nicht mal irgendwas Großartiges tun, wir mussten nicht mal großartig unser Equipment mitnehmen, sondern das geht hier einfach auf der Fensterbank. Ich blende euch noch ein paar Ergebnisse ein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage bis dahin eine friedliche Zeit. Bis bald. Tschüss.